gut. Zwei hoch. Zehn. Perfekt. Ich bin First Kind. Aus dem Deck. Draw Stand by Main. Activate Heritage of the Chalice. Der sucht mir jetzt einen Noble Arms oder Noble Knight vom Deck oder Friedhof der Hallen zu. Ist okay. Hätte mir Renault. Auf Resolution irgendwas? Mach die Friedhof was. Nee. Aktiviere den ersten. Dann. Ja, Resolution. Ja. Set one, du. Ja. Ja. Kosten? Friedhof, Ausrüstungsserverkarte. Ja. Das ändert mich. Ich hole dir meine Ausrüstungsserverkarte auf die Hand. Was hast du dir genommen? Ja. Ausrüstung? Ja. Ja. Zwei Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Genau. Stimmt die auf die Hand? Chain 1, Chain 2. Ja. Thinking? Überleg ich? Kannst du machen. Ja, muss ich überlegen. Target? Ah, das ist so frech, das ist so frech. Ja, ist okay. Ist jetzt raus. Also Chain 1, Chain 2? Ja, kann ich. Ja. Kein Problem. Du hast keinen Normal mehr. Hast du was bei Standby Face? Ich hab die. Ah, von ihm her, ja, alles gut. Ja, 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 ja. Ja. Warum Iglin hast du schon auf die Hand geholt, oder nicht? Iglin hast du schon auf die Hand geholt. Du hast ja mit viel Spell Rubina, ja. Alles gut. Activate? Ja. Wenn du das machen kannst. Set one. Ich habe eine normale Falle von meinem Deck verbannt. Battle Face. Ja. Das sind 2, 7, 3, 4. Oder nee, das geht nicht, weil ich die zerstöre. Genau.
bin ich bei 4-3. Nee, 3-4. Was denn? Dann schmeckt der die Zerstörung, dass die noch aktiviert wird. Nee, die kann er anschauen, ne? Ja. Nee, nee, die kann er anschauen. Bin ich? Draw? Die annulliert nicht, die zerstört nur deswegen. Step by Main? Activate Museum? Ich kann Ignition Effect kann ich 1200 zahlen, um mir eine Noble Arms der Hand hinzufügen. Kann ich noch? Oder nicht? Warte daraufhin, würde ich schnell Effekt aktivieren. Wollen wir nicht so sein. Kannst du den, den Spielzug dann auch aktivieren? Ja. Mein Spielzug? Jetzt ist wieder der Friedhof erlaubt, ne? Ja. Alles klar, Chef. Bitte? In deinem Zug kann er sich das wirklich so Menschen und Ungeheuer bei. Wird er auch den Effekt nutzen? Ich würde meine Karte promotieren. Ja. Normal Summon Effekt, der mild auf Summon in Noble Arms oder Fire Warrior Monster vom Deck. Wenn das non-target ist, dann geht's nicht. Wenn es target ist, dann geht's nicht. Erst resolved mein OG. Darf ich weitermachen? Weil du willst ja eins. Dann wird aber noch sehr perfekt aktiviert, weil der Fallschirm. Überlege ich? Handkarte ist Iglin, ne? Wenn das Knowledge war, dann ja. Die Runde. Ja, okay, ja. Das kann nicht. Ja, das war ja in deinem Ja, ja. Special Summon Renault als Tuner, weil ich einen Fire Warrior kontrolliere. Okay. Ist das ein Effekt? Ist das ein Effekt? Nein, das, ich summon einfach nur. Yeah. Thinking on Summon. Genäh ist okay. In der Hand. Effekt Gilfried, Kosten, Verband Durendal, um mich speziell abzubeschwören. Solange ich eine Königin habe. Ist das ein Effekt von ihm? Ja. Ja. Hard Ones. Dann würde ich Effekt machen. Ja. Zerstört auch. Der geht auf die Hand zurück, oder? Ja. Auf Resolution irgendwas? Ja, habe ich. Ja. Ja, gehen wir Game 2. Ich würde first gehen. Auf Guss. Du hast den bei Main? Chalice? Zum Adden wieder? Auf jeden Fall schon irgendwas? Nee. Normal Summon Effekt? Dann Durendal Equip. Effekt Durendal zum Adden. Dann Special Summon Renault Effekt Target Gilfried zum Adbacken. Die Hand? Ja.
Effekt Gierfried, Kosten zum Spezialbeschwören? Was ist Nomni Negate? Monster Negate. Okay. In der Hand Effekt Roland zum Equippen? Sind das Kosten, die er dann zahlen muss? Ja. Auf die nächste Öffnung, damit er die geben kann? Ja. Wie soll der Effekt? Er gibt mir jetzt ein Warrior-Monster, aber ich kann es nicht spezial beschwören und die Effekte nicht aktivieren. Für den Rest des Spielzugs. Dein Effekt, die sollte kosten zum Spezialbeschwören von dem Warrior-Monster Stufe 1 aus dem Deck. Effekt, Target Ogre zum Spezialbeschwören. Und jetzt bin ich auf Warrior gelockt. Effekt zum Adden vom Fieldspell. Ja, jetzt schon. Überlege ich. Effekt OG Target. Channing 2. Die verbannt sich mild in Fire Warrior Monster und Special Summon Roland aus dem Extra Regular Deck. Ist okay? Ja. Und dann Summon. Was macht der? Der macht erstmal nichts. Der kann sich in der Main Phase kann er sich equippen, Quick Effect in deinem Zug. Dann in der Hand Effekt Turban zum Spezialbeschwören, weil ich einen offenen Crispell habe. Kommt auf meinen Extra-Leben. Synchron 9 Emperor Charles. Effekt Roland zum Equippen. Equippen nur. Link 1 in Kaiser Charles. Effekt Kaiser Charles. Targetet ihn. Er kopiert seinen Effekt und kriegt seinen Namen. Und er ist ein Spell Trap Negate, wenn ich einen offenen Equip-Spell oder von der Hand weglege. Und er sagt, wenn das equipped wird, darf ich was Non-Target schießen auf dem Feld. Überlege ich. Aktiviere ich Museum-Effekt, ich teile 1200 und darf mir Noble Arms adden. Kannst du die direkt aktivieren von der Hand? Wenn ich einen Trigger. Hast du das schon aktiviert, oder? Ja. Also direkt zu überlege ich? Du kannst nur die angreifen, das sind Effekte. In der Draw Phase, möchtest du deine Prio? Überlege ich? Once per turn, ja? Hm? Beide once per turn. Soft once per turn, also erst Soft once. Das sollte ja nur noch ein Ende für das Sommer. Ja. Dann Effekt zum Special Summon von der Spell and Trap Zone. Das heißt, jetzt hast du keine Geld mehr. Doch, immer noch. Effekt Phoenix Blade, Kosten. Wenn ich die beiden auf die Hand zu nehmen. Dann Equip. Dann Link 1. Ein Kaiser Charles Effekt, Tag zum Equippen. Dann Effekt Oliver, Target zum Equippen.
Und der Effekt Turpin targets nur gucken? Er kann jetzt nicht getargetet werden und nicht durch Kampf zerstört werden. Auf Resolution Effekt Kaiser Charles zum Schießen. Schieß Roland. Aber nur Spezialbeschwörung, ne? Das macht der Monster. Ja. Und dann Endphase Effekt zum Equippen. Durch die Karte am Stack gehen. Durch die Karte am Stack gehen. Bitte? Durch die Karte am Stack gehen. Nein, durch ihn. Er kann in Equip Spell vom in der Endphase, weil er seinen Effekt kopiert hat, kann er ja eine Equip Spell vom Friedhof oder Hand equippen und dann noch zusätzlich ein Firewall Monster vom Deck. Das heißt, der wird dann bis zur Endphase kopiert, der oder kopiert er permanent. Permanent. Und dann kommt sie wieder. Das heißt, er ist jetzt bei 3-5, 3-8, 4-3, 4-8 ist er gerade. Und der ist bei 3-5 und der ist auch bei 3-5. Ja. Ja. Will ich den negieren und zerstören? Von ihm? Ja. Ja. Effekt? Ja. Der targetet nicht. Für den als. Der wird trotzdem negiert, aber ist okay, ja. Kosten? Sein Effekt ist, wenn ich eine von der Hand abwerfe, kann ich dein Monster zerstören. Ja. Daraufhin kannst du seinen Effekt aktivieren und ihn verwandeln. Alles gut, kannst du auch zurücknehmen, wenn du willst. Aber, ja. Kannst du machen. Battle Phase. Ich greife dich an. Ja, und ihr wird negiert und zerstört. Und Activate, also on Activation. Effekt Roland, Target zum Equippen. Dann on Rest, Effekt zum Non-Target Schießen. Schieß viel Spell. Geht die durch, der Effekt? Nein, das ist ja ein Ignition Effekt. Auf Activation habe ich ja gepoppt. Ja, dann nächste Runde. Okay. Wer geht first? Ich. Okay, auf gut. Das ist der Monster-Effekt, der das macht. Ah, okay. Verdeckt? Ja. Ja. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Wenn ich auf der ganzen Kosten habe, ich kann erstmal einen Spezialschuss. Ja, also nur Chaining 1. Ja. Überlege ich. Ja, ist fein. Du hast keine Norme mehr. Weil du ihn ohne Effekt genommen hast. Draw. Stand by Main. Effekt Chalice zum Adden. Und wer ist Luschen irgendwas? Du und Dale Quip. Ich kann mir jetzt einen Warrior, Fire Warrior 5 oder niedriger vom Deck der anderen zufügen, dann wird sie zerstört. Effekt? Schrecklicher Fall.
Dann Effekt Gierfried kosten. Kann ich mal sehen? Ja. Geht nicht, das sind Kosten. Ist okay? Ist Exi spezielle Schwörung? Überlege ich. Okay. Wie wird verbannt? Effekt Feuerstein damit zum Special? Ja, Warrior. Und ich kann sie tributen und einen Fire Warrior aus meiner Hand beschwören. Und du kannst es nicht für die Karteneffekte wählen. Effekt? Effekt Ogier? Ja. Mild vom Deck auf dem Friedhof. Ist okay? Okay. Dann Special Summon Renault Effekt on Summon, Target allmäßig auf die Hand zu nehmen. Ja. 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 Deine werden auch gebucht? Ja, warte mal. Ich kann sie. Sein Effekt aktiviert sich schon einmal. Die flippen wieder auf, ne? Okay, dann steckst du die ganze Karte am 10er. Okay, dann Endphase, C3. Die werden nicht aufgeflippt. Nur meine. Dann bist du. Ja. Warte mal, ich hab was vergessen. Kannst du noch mal was reinmischen? Ja. 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 Und Resolution. Aber du hast die genormelt, dann Effekt zum. Ja, ist okay. Und Resolution will ich Troll aktivieren? Immer noch ein enormes Summon, ne? Ja. Von Effekten generell kann ich nicht alle die Karten aktivieren. Ja. Also das ist nicht zu viel. Aber wenn ich falsch gehe, dann kann ich alle meine Falschen. Weil der erste mehr bei mir wird geschossen. Geht enorm Sound durch? Nein, ne? Hä? Enorm Sound geht auch nicht. Nein, weil du keine Effekt aktiviert hast. Ja. Effekt Effekt. Ja. Krieg ich wie viel? 2.
Bin ich bei 6,8. Kriege ich 1,2. Ein festes 2. Ja. Draw? Ja. Was macht das? Ja. Das ist kein Schnelleffekt. Schnelleffekt meinst du? Also bei Damage Stack, da kommt die ATK von dir oben drauf. Du kannst nur den Target nehmen. Genau, du kannst den halt nur Non-Target. Ich überlege. Effekte. Der kann nicht getargetet werden von Effekten. Und wenn der Friedhof zerstört, belegt wird, kann ich einen von dir ins Netz rutschen lassen. Aktivierst du was? Wenn es ihn und sicher. Ganz sicher. Will ich schnell aktivieren? Ich darf mir Noble Arms von Friedhof oder Hand, Friedhof oder Deck hinzufügen oder ein Noble Knight Monster. Nein, von Deck oder einen hinzufügen der Hand. Ich werf eine als Kosten ab. Überlege ich. Spezialbeschwörung. Normes haben? Ja. Ja, ist deins. Mach die auf die Hand. Indem ich eine abwerfe.